Leute, seht ihr die Klapperkiste hier? Das ist mein altes Fahrrad. Ich meine, es fährt noch irgendwie, aber ich hätte eigentlich echt gern ein neues. Problem ist nur, in meiner Geldkiste hier ist viel zu wenig Kohle. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Und was seht ihr in der Sendung? Heute geht's um das, wovon wir alle gern so viel hätten, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Heute geht's ums Geld. Geld gibt's in Form von Münzen, Scheinen oder sogar als Plastikkarte. Auf die kann man Geld draufladen, das später, wenn man irgendwo mit der Karte bezahlt, wieder runtergeladen wird. Wie viel Geld gerade auf der Karte drauf ist, speichert ein Computerchip, der in die Karte eingebaut ist. Vor mehreren tausend Jahren gab es überhaupt kein Geld. Damals haben die Menschen einfach alles untereinander getauscht. Wer heute jeden Monat sein Taschengeld bekommt, kann die Kohle entweder sofort ausgeben oder sparen. Entweder zu Hause in der Büchse oder super sicher bei einer Bank. Als Erwachsener bekommt man in der Regel nur dann Geld, wenn man auch dafür arbeitet. So läuft das fast überall auf der Welt, auch wenn die Scheine überall unterschiedlich aussehen. In den meisten Ländern in Europa wird mit dem Euro bezahlt. In den USA zum Beispiel mit Dollars. Ich check heute, wie genau das Geld erfunden wurde, treffe jemanden, der sich ausdenkt, wie Geldscheine aussehen. Und ganz klar, ich gebe alles, damit ich endlich ein neues Fahrrad bekomme. Mal sehen, ob's klappt. Hier kommt der Geldcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Seit wann gibt es Geld? Wie sicher ist ein Banktresor? Und wie sicher ist ein Euroschein? Check ich für euch. Leute, ich habe mir was einfallen lassen. Damit ich mir auch wirklich ein neues Fahrrad leisten kann, habe ich alles Mögliche aus meiner Checkerbude zusammengepackt und mich auf den Weg zum Flohmarkt gemacht. Und damit der Laden richtig brummt, habe ich meinen eigenen Verkaufsberater dabei. Thomas hat Wirtschaft studiert und kennt sich deshalb super mit Geld aus. Der weiß bestimmt, wie ich die ganzen Sachen hier möglichst schnell und möglichst teuer verkaufen kann. So. Fertig aufgebaut, jetzt muss ich die Sachen nur noch irgendwie verkaufen. Wie mache ich das? Also als erstes musst du dir mal überlegen, was ist dir die Sache wert? Ja, was ist so ein Preis, den du gerne dafür haben würdest? Ja, damit du eine Idee hast, wenn jemand kommt und die Sache vielleicht kaufen will, dass du eine Idee hast, was willst du mindestens dafür haben? Was können wir zum Beispiel für diese Krone hier verlangen? Oh, die passt eigentlich ganz gut. Vielleicht nehme ich die gleich mit. Ja, aber dafür will ich mindestens 5 Euro haben. Weißt du, die ist doch mehr als 5 Euro wert, glaube ich, oder? Also, wenn du die vielleicht 10 Euro für die verlangen würdest. Meinst du, ich kann 10 Euro dafür haben? Ich würde es mal versuchen. Ich meine, wenn jetzt jemand rankommt an Tisch und sagt, die gefällt mir sehr gut, aber dein Preis, den du da ausgehandelt hast, ist ein bisschen zu hoch irgendwie, dann kannst du immer noch sagen, ja, mal 9. Ja, und vielleicht irgendwann einigst du dich dann vielleicht mit dem dann auf den Preis. Ja, und wenn du bei mir gleich 5 Euro nur verlangst und ich sage, passt, ja, entgegen dir vielleicht 5 Euro, weil du sie für 10 Euro hättest verkaufen können. Klar. Ja. Okay, dann sagen wir bei dir mal 10 Euro. Sagen wir mal 10 Euro, versuch mal's. Wenn man etwas verkaufen will, ist es super wichtig, dass man sich einen guten Preis überlegt. Verlangt man zu viel, schreckt man die Käufer ab. Verlangt man zu wenig, entgeht einem eine Menge Geld. Außerdem kann man ja immer noch mit den Käufern handeln. Mal sehen, ob wir mit unseren Preisen richtig liegen. So, meinen Hasen will ich noch verkaufen. Für den Hasen sagen wir mal, 25 Euro. Und jetzt als letztes natürlich noch unbedingt mein Eisbärenkostüm. Es tut mir leid, lieber Eisbär. Aber ich will dieses neue Fahrrad haben. So. Naja. Also so richtig läuft der Laden hier ja noch nicht. Ich glaube nicht so richtig gut. Woran liegt denn das? Ich meine, wir haben echt schöne Sachen hier. Ja, das Angebot ist da, aber was jetzt wirklich fehlt, was wir gerade merken, ist, die Nachfrage fehlt. Ja. Was heißt denn Angebot, Nachfrage? Also ich meine, Angebot, klar, das biete ich an. Aber das bietest du an und du bietest es an zu einem Preis. Ja. Und jetzt musst du Leute finden, die zu diesem Preis bereit sind, diese Sache von dir abzunehmen. Das ist dann die Nachfrage, die wir wollen. Das nennt sich Nachfrage. Das nennt sich Nachfrage, genau. Immer wenn wir etwas kaufen oder verkaufen, hängt der Preis vom Angebot und der Nachfrage ab. Wenn zum Beispiel 3 durstige Wanderer in der Wüste auf einen Limo-Verkäufer treffen, der genau eine Flasche zu verkaufen hat, dann kann der richtig viel Geld dafür verlangen. Klar, die Flasche verkauft er dem, der am meisten dafür zahlt. Man sagt dazu, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Denn es gibt 3, die Durst haben, aber nur einen, der was verkauft. Immer wenn das so ist, sind die Preise hoch. Am Ende kann unser Verkäufer ganze 20 Euro für die Flasche verlangen.
Anders wäre es, wenn nur ein durstiger Wanderer unterwegs ist, es aber drei Limo-Verkäufer gibt. In dem Fall ist das Angebot größer als die Nachfrage. Der Wanderer wird dann logischerweise dort einkaufen, wo es am günstigsten ist. Unter den Verkäufern entsteht ein Wettbewerb. Sie unterbieten sich so lange, bis die Flasche nicht mehr 20, sondern nur noch 2 Euro kostet. Auf unserem Flohmarkt gibt es auch ein richtig großes Angebot. Klar, es gibt ja richtig viele Händler. Damit wir mit den anderen Wettbewerbern mithalten können, müssen auch wir was machen, Thomas? Eine Möglichkeit wäre vielleicht, um die Nachfrage, um die Leute an unseren Stand zu locken, wäre vielleicht einfach die Preise ein bisschen zu senken. Okay. Naja, ist zwar schade, aber besser wir verkaufen die Sachen billiger als gar nicht. Deswegen kostet der arme Hase hier nicht mehr 25, sondern, naja, nur noch 10 Euro. Mal sehen, ob's klappt. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Kuscheltiere, DVDs. Der ist nett. Hüte. Der den Hase? Finde ich sehr süß. Ja. Ja. Was soll der denn kosten? Der kostet 10 Euro. Oh, ist aber teuer. Ich würde dir 3 Euro dafür geben. Nee, 3 ist ja, das ist zu wenig. Guck mal, wie weich der ist. Kuschel mal. Ich kuschel mit dir. Der ist wirklich weich und der ist schon mehr wert als 3 Euro. 5 will ich schon mindestens, glaube ich. Das ist mir zu teuer. 4 Euro. Okay, dann bleiben wir bei 4 Euro. Aber für 4 Euro verkaufe ich dir. Bei 4 Euro und das ist ein Preis. Okay. Geschäft gemacht. Sehr gut, vielen Dank. Super. 1, 2, 3, 4 Euro. Fantastisch. Super. Vielen Dank. Danke. Viel Spaß danke. Mit dem Hasen. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wir würden den Eisbär mal anprobieren. Aber der Hut würde zur Brille sehr gut passen. Habt ihr nicht Lust, einen Mammut zu kaufen? Wirklich nicht. Echt nicht so leicht, wie ich dachte mit dem Verkaufen. Nicht mal 10 Euro für den Hasen? Naja, aber immerhin, der erste Verkauf hat geklappt. Eins weiß ich jetzt auf jeden Fall. Man darf nicht an einem Preis festhalten, sondern muss verhandlungsbereit sein. Wir kommen dem Fahrrad immer näher. Okay, das können wir jetzt alles verkaufen. Aber hier sind doch überall Leute, die ganz viele Sachen haben. Könnte ich nicht einfach rumlaufen und tauschen? Vielleicht finde ich ja sogar mein neues Fahrrad. Das haben die Leute früher gemacht. Ja, früher getauscht. Wir haben getauscht. Genau, da hatte jemand zum Beispiel, jemand hat Gemüse angebaut. Der andere ist in den Wald gegangen zum Jagen. Und am Ende des Tages hat der seine Karotten eingetauscht gegen das Karnickel, was der andere im Wald gejagt hat. Ach Quatsch. Ja, irgendwann haben die Leute einfach gemerkt, es müsste doch irgendwas geben, was ich eigentlich gegen alles eintauschen kann. Und das ist dann Geld? Das ist Geld. Geld ist ein Tauschmittel. Okay, und jeder hat es und deshalb kann jeder mit Geld letzten Endes Dinge eintauschen. Genau, das ist sozusagen ein kleiner Umweg, der aber letztlich alles viel, viel einfacher macht. Wie und wann die Menschen darauf gekommen sind, schauen wir uns mal genauer an. Checkerfrage: Seit wann gibt es Geld? Wann genau Geld, so wie wir es heute kennen, erfunden wurde, kann man schwer sagen. Sicher ist nur, schon viele tausend Jahre, bevor es richtiges Geld gab, wurde getauscht. Zum Beispiel hat man so einen Ochsen hier gegen ein paar Enten getauscht. Das Problem ist nur, es ist super schwer zu sagen, wie viele Enten jetzt ein Ochse wert ist. Sagen wir mal, man hat 15 Enten gegeben und dafür einen Ochsen gekriegt. So, beim nächsten Mal hat der Bauer aber vielleicht nicht Enten getauscht, sondern Fische oder Schafe. Aber wie viel Fische und Schafe ist jetzt ein Ochse wert? Schwierig. Außerdem war das Tauschen super unpraktisch. Stellt euch mal vor, ihr müsstet mit einem Haufen gackernder Enten im Supermarkt bezahlen. Also hat man sich auf so eine Art Zwischentauschmittel geeinigt. Das war praktischer und vor allem viel, viel vergleichbarer. In manchen Gegenden waren das so besondere Steine, wie die hier mit so einem Loch in der Mitte. In anderen Gegenden war das Zwischentauschmittel Salz. Das war damals nämlich super wertvoll. Die ersten richtigen Münzen gab es wahrscheinlich vor knapp 2700 Jahren. Und zwar hier, auf dem Gebiet, wo heute die Türkei liegt. Da ist Deutschland, da ist die Türkei. Die ersten Geldscheine gab es wahrscheinlich vor rund 1400 Jahren. Und zwar hier, in China. Jahrtausende lang haben die Menschen getauscht. Die ersten richtigen Münzen wurden erst vor rund 2700 Jahren geprägt. Gecheckt. Und jetzt noch eine Frage an euch. Kopf oder Zahl? Zahl war's. Wollt ihr noch eine Frage? Probiert's mal mit der. Was passiert, wenn man einen Euroschein wäscht? A. Nichts. B. Er läuft ein und wird kleiner. Oder C. Er verliert seinen Wert. Die richtige Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Auf dem Flohmarkt geht's später weiter.
Vorher habe ich noch einen Termin bei einer Bank. Hier muss es richtig viel Kohle geben. Vielleicht kann ich ja auch ein bisschen was für mein Fahrrad abstauben. Bankerin Tanja hat versprochen, dass ich mich mit ihr ein wenig umschauen darf. Aber typisch Erwachsene, immer müssen die telefonieren. Naja, dann gucken wir uns in der Zwischenzeit mal an, wozu man eine Bank überhaupt braucht. Damit Räuber keine Chance haben, bringen die meisten Menschen ihr Geld zur Bank, denn die passt auf die Kohle auf. Wann man wie viel Geld zur Bank gebracht hat, ist auf einer Art Merkzettel ganz genau notiert. Diesen Merkzettel nennt man Bankkonto. Das Coole dabei ist, man bekommt sogar jeden Monat eine kleine Belohnung dafür, dass man sein Geld bei der Bank lagert. Diese Belohnung nennt man Zinsen. So wird das Geld auf einem Bankkonto Monat für Monat ein bisschen mehr. Die Bank bezahlt die Belohnung, weil sie mit einem Teil des Geldes, das man hingebracht hat, wieder neues Geld verdienen kann. Das macht sie, indem sie anderen Leuten Geld leiht. Zum Beispiel einem Handwerker, der sich neue Maschinen kaufen will. Der Handwerker muss der Bank das geliehene Geld Stückchen für Stückchen wieder zurückgeben und noch eine kleine Leihgebühr obendrauf legen. Eine Bank ist also eine Art Geldaufpass- und Geldverleihfirma. Wir gucken uns jetzt mal an, wo eigentlich das Geld herkommt, das wir uns jeden Tag aus dem Bankautomaten holen. So, jetzt guck mal da rein. Wie cool. Das ist, so sieht das Ding von innen aus. Ach, wie cool. Aber wo ist das ganze Geld denn? So, das ist jetzt hier unten drin. Also hier sind die Geldkassetten drin. Guck mal. Wie viel ist da drin? Das kann ich dir nicht sagen. Wieso denn? Nein. Das geht nicht. Sag mal eine Zahl, ganz Nein, grob. Das kann ich wirklich nicht. Ist das so geheim, das oder? Das ist wirklich geheim, weil da ist echt viel Geld drin. Das darf ich dir nicht sagen. Okay. Was ist hier hinten noch sonst so drin? Ja, guck dich doch mal um. Vielleicht findest du was Interessantes. Hier sieht aus wie so ein Computer noch eigentlich, oder? Das ja, da oben. Klar, weil der Computer muss ja abspeichern, dass es jetzt dein Konto ist, dass von deinem Konto Geld geholt wird. Ne? Mhm. Also es ist so ein Minicomputer hier drin. Mhm. Man könnte ja meinen, so ein Geldautomat ist eine Art Gelddruckmaschine, die immer so viel ausspuckt, wie man gerade braucht. Das wäre natürlich toll, in Wirklichkeit läuft es aber anders. Der Automat druckt kein Geld, sondern muss von der Bank immer wieder mit neuen Scheinen gefüllt werden. Außerdem spuckt er auch nur so viel Geld aus, wie man auf seinem Bankkonto hat. Der Computer im Automaten überprüft, ob die Karte, die man zum Abheben braucht, gültig ist und ob man die richtige vierstellige Geheimzahl dazu eingegeben hat. Nur wenn beides passt, spuckt der Automat die Scheine aus. All das Geld, das jetzt in eurer Bank ist, ist das hier unten drin? Nicht alles. Nein, wir haben noch was im Tresor. Ihr habt noch einen richtigen, großen Tresor, oder? Weil ich meine, das ist ja auch schon. Ach Quatsch. Das ist der Schlüssel zum Glück, oder was? Ja, das ist der Schlüssel zum Glück. Ja. Können wir uns den Tresor angucken? Natürlich können wir. Wirklich? Ja, den gucken wir uns an. Heiße Spur für die zweite Checkerfrage. Wie sicher ist ein Banktresor? Jetzt wird's spannend, Leute. Zum Banktresor darf normal nie jemand. Und das ist jetzt der Raum. Das ist der Tresorraum. Jetzt sind wir endlich da. Wir sind da. Das ist ja spannend. Komm rein. Ach, krass. Das ist ja abgefahren. Das sind ja nicht nur ein Tresor, das ist ja, hier ist einer von diesen Riesendingern. Mhm. Hier ist noch einer. Drei Stück, oder was? Drei. Vier. Oh, und noch ein kleiner. Kleiner noch. Was? Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht einen davon knacken kann. Okay, Schlüsselloch gibt's außen schon mal keins. Vielleicht kann ich ja wie in den Gangsterfilmen die Zahlenkombination abhören. Aber ich höre gar nichts. Da hilft nur noch eins. Sprengen. Aber auch damit kommt man nicht weit. Weil sollte ein Bankräuber das wirklich versuchen, löst ein eingebauter Sensor, der auf Erschütterungen reagiert, sofort Alarm bei der Polizei aus. Außerdem halten die dicken Stahltüren auch großen Explosionen stand. Boah, guck mal, die ist ja dicker als ich. Damit auch wirklich kein Räuber eine Chance hat, sind im gesamten Bankgebäude Überwachungskameras installiert. Sogar in den meisten Geldautomaten ist eine versteckt. Achtet mal drauf. Ein Banktresor ist mehrfach gesichert, hat super dicke Stahltüren und löst bei Erschütterungen Alarm aus. Außerdem gibt's überall Kameras. Gecheckt. Wenn der Tresor geöffnet ist, gibt's nochmal Schließfächer. In dem hier soll angeblich eine Menge Kohle liegen. Boah. Guck mal, Leute, wie viel Geld. Das sieht gut aus, ne? Wie viel Geld ist das denn? Was würdest du denn schätzen? 20.000 Euro. Okay. Also, da drin sind... Fühlt sich gut an. Da drin sind 10.000. 10.000 Euro sind... 10.000 Euro sind in einem so ein Paket schon. Ja, genau. Dann haben wir insgesamt wie viel? 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80.
90. 100.000 Euro sind das? 100.000 Euro. Echt unglaublich, oder? Wie viel das wirklich ist, merkt man, wenn man sich mal anguckt, wie viel ein einzelner 100-Euro-Schein in 1-Cent-Stücken ist. Wir probieren das mal aus. Die ganzen Münzen sind 100 Euro. Wie viele Münzen sind das denn? Das sind 1-Cent-Münzen. 100 Cent sind 1 Euro. Also 100 mal so viel für 100 Euro macht 100 mal 100. 10.000 Münzen. 10.000 1-Cent-Münzen liegen hier jetzt gerade. Ja. Boah, ist auch kein Wunder, dass man dann irgendwann Scheine eingeführt hat, oder? Das ist ja voll unpraktisch. Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die müsstest du jetzt alle mitnehmen. Also wenn wir die jetzt zurückpacken. Ja, mal gucken, auch wie schwer die sind, ne? Voll schwer, Leute. Kriegt man kaum hoch. Aber da muss man ein Gewichtheber sein. Also Leute, leider konnte ich von dem vielen Geld nichts für mein neues Fahrrad abstauben. Das ist aber auch kompliziert, an Kohle ranzukommen. Schön wäre es doch, wenn man sich einfach sein eigenes Geld basteln könnte. Warum das aber streng verboten ist und auch sofort auffallen würde, erklärt mir jetzt ein echter Geldscheindesigner. Der Reinhold. Er ist derjenige, der alle neuen Euroscheine entworfen hat. Zum Beispiel den neuen Fünfer. Links der alte Fünfer, rechts der neue. Diesen Schein designt, den 5-Euro-Schein, den wir alle kennen, den wir jeden Tag in den Händen halten. Du bist ja der Erfinder von diesem Ding hier. Ja, das ist richtig. Aber sag mal, warum muss man denn überhaupt so einen Schein erneuern? Ich meine, 5 Euro alt sind 5 Euro neu, oder? Ja, da gibt es einen einfachen Grund. Der eigentliche Grund ist, dass neue Elemente sozusagen eingefügt werden. Sicherheitselemente. Und zwar, es geht hier um Sicherheit. Sicherheit? Beim Euroschein? Das war doch die dritte Checkerfrage. Wie sicher ist ein Euroschein? Es gibt nämlich sozusagen gewisse Dinge, die jeder auf der Straße sehen kann, wo er selber prüfen kann. Und dann gibt es andere Dinge, die sind sehr geheim. Also in diesem 5-Euro-Schein sind Geheimnisse versteckt, oder? Richtige Geheimnisse. Kannst du mir die zeigen? Also ich zeige dir die richtigen Geheimnisse nicht. Das darf ich nämlich gar nicht. Nein, das ist verboten. Aber du kennst die Geheimnisse. Ich kenne die alle. Du bist quasi natürlich so ein Top-Secret-Man. Mehr oder weniger, ja, das kann man so sagen. Echt? Ich bin also schon ein Experte in diesem Bereich. Super. Der Reinhold. Okay, dann zeig doch mal, was ist denn hier das, was jeder sehen kann? Also was jeder sehen kann, wenn du den mal vorne, schau mal die 5 hier an, ja. Die ist doch farbig. Wenn du die jetzt kippst, kipp die mal ganz leicht, dann siehst du, dass die Farbe grün, ne? Von oben nach unten läuft. Ja? Ja, stimmt. Das ist zum Beispiel etwas, was jeder sofort sehen kann und was auch sehr schwer zu fälschen ist. Okay, was gibt es denn noch für Sicherheitsmerkmale in so einem Schein? Wenn du mal an die Ränder gehst, da siehst du so feine Linien, siehst du die? Die hier, ne? Ja, genau. Wenn du mal mit dem Daumen drüber fährst, merkst du, dass die sehr unterschiedlich hoch sind. Man fühlt sich griffelig an. Genau. Ja. Und wenn man mal durchguckt und wenn du vielleicht das gegen das Licht hältst, kannst du da was Tolles sehen, ein verborgenes Bild. Und ah ja, da ist eine Frau. Da ist eine Frau. Da ist eine Frau versteckt im Papier. Ja, und das ist die Europa. Mhm. Und noch ein Sicherheitselement, der Silberstreifen. Hier sind weitere Bilder eingebaut, die nur super, super schwer zu fälschen sind. Hält man den Schein unter ein spezielles Schwarzlicht, ist ein verstecktes Muster zu sehen. Ah ja, guck mal, wenn man das einfach an- und ausschaltet, dann sieht man es am besten. Verändert sich voll. So, jetzt müssen wir aber doch mal verraten, warum wir gerade in einem Waschsalon stehen, ne? Weil diese Scheine halten auch alle was aus? Ja, die können alle gewaschen werden. Wird sowas getestet? Sowas wird getestet. Alle Banknoten werden vorher getestet. Also nicht jede einzelne, sondern grundsätzlich die Banknoten werden getestet, ob sie das aushalten. Na, das probieren wir doch gleich mal aus. Den Geldschein in die Hosentasche und dann rein in die Maschine. So, restliche Wäsche hinterher und los geht's. Na, ob der Schein das aushält? Ich weiß ja nicht. Und tatsächlich, der Schein sieht aus wie vorher. Die wertvollen Banknoten sind extra so gemacht, dass sie eine Menge aushalten. In Euroscheinen sind jede Menge Sicherheitsmerkmale versteckt.
Ein Geldfälscher könnte niemals alle 1:1 kopieren. Gecheckt. Geldfälschen ist ein richtig, richtig schweres Verbrechen und wäre auch total unfair gegenüber den anderen Leuten. Weil als Erwachsener kriegt man in der Regel ja nur dann Geld, wenn man dafür arbeiten geht. Zum Beispiel, wenn man morgens ins Büro geht oder auch als Astronaut arbeitet. Wenn man dann abends nach Hause kommt, hat man sich was verdient, hat man Geld verdient. Sagen wir mal, pro Tag 150 Euro. Das, was man täglich verdient, wird zusammengerechnet und am Ende des Monats von der Arbeitsstelle ausgezahlt. Bei unserem Beispiel, sagen wir mal, sind im Monat 3.000 Euro zusammengekommen. Jetzt könnte man meinen, boah, 3.000 Euro, das ist ja richtig viel Geld. Das Problem ist nur, man muss natürlich jeden Monat auch eine ganze Menge davon bezahlen. Direkt am Anfang gehen automatisch einfach so schon mal 1.000 Euro weg. Die kriegt der Staat. Und der bezahlt davon Straßen oder baut neue, bezahlt die Feuerwehr, die Polizei und so weiter. Das nennt man Steuern. Dann, sagen wir mal, gehen jeden Monat nochmal 700 Euro drauf für die Miete. Nochmal 200 Euro vielleicht für Strom, Heizung, Wasser und so weiter. Dann muss man vielleicht jeden Monat 100 Euro bezahlen für Benzin. Nochmal bestimmt 300 Euro gehen drauf für Lebensmittel. Dann sagen wir, gehen vielleicht nochmal 150 Euro weg für Reparaturen. Zum Beispiel, wenn mal eine Waschmaschine kaputt ist oder so. Und vielleicht nochmal 50 Euro kostet jeden Monat Telefon, Internet, Handy und so. Das heißt, wenn man all das zusammenzählt, bleiben unterm Strich am Ende des Monats nur ungefähr 500 Euro übrig. Um sich vielleicht irgendwann einen Urlaub zu leisten oder ein neues Auto kaufen zu können. Oder noch besser, ein neues Fahrrad. Ja genau, ich will unbedingt dieses neue Fahrrad. Jetzt aber schnell, bevor der Flohmarkt vorbei ist. Hallo, ich brauche noch mehr Kohle, Leute. Thomas, vielen, vielen Dank für die Hilfe. Yeah. Ob es wirklich für ein neues Fahrrad reicht, erfahrt ihr gleich. Vorher noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was passiert, wenn man einen Euroschein wäscht? A. Nichts. B. Er läuft ein und wird kleiner. Oder C. Er verliert seinen Wert. Habt ihr die Antwort entdeckt? Schaut mal. Richtig ist Antwort A. Es passiert tatsächlich nichts. Die Euroscheine werden extra so hergestellt, dass sie selbst beim Waschen nicht kaputt gehen oder an Wert verlieren. Also Leute, für ein Fahrrad hat es leider nicht ganz gelangt, aber ich habe mir was gekauft, was nur die Hälfte gekostet hat. Ein Einrad! Cool, oder? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh Mann, Leute, helft mir doch mal! Also echt. Danke. Ciao! Manchmal flint und der